Herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Heute mal wieder nur mit eurer Kirsten Buchholzer und auch nicht live. Und das liegt daran, dass Rui und ich, während ihr das hier gerade euch anschaut, wahrscheinlich mit einem Gläschen Sekt zusammensitzen, denn heute ist unser Hochzeitstag und das ist schon immer etwas ganz Besonderes für uns, was wir auch gerne zelebrieren. Von daher müsst ihr heute mal mit einem Preview auskommen und das soll aber euer Schaden nicht sein. Natürlich reise ich wie üblich mit euch durch den Tierkreis, durch die einzelnen Tierkreiszeichen. Ich hatte jetzt ab und zu mal Kommentare, die mir erklärten, dass dieses Video zu langatmig sei. Und ich habe mal überprüft, rede pro Tierkreiszeichen nicht länger als 2 Minuten. Ich denke, das ist schon etwas, was man aushalten kann. Natürlich, wenn ihr live dabei seid, dann müsst ihr euch gedulden und dabei Popcorn essen. Aber wenn ihr es später nachschaut, dann springt doch einfach anhand der Zeitmarken, die ich jedes Mal in die Shownotes einstelle, dahin, wo ihr hinspringen wollt. Und dann müsst ihr euch 2 Minuten konzentrieren und dann ist alles gut. Ich denke, das sollte drin sein, auch in dieser schnelllebigen, modernen Zeit. Aber genug der Worte, lasst mich gleich anfangen, damit wir keine Zeit verlieren. Und ich habe hier für euch bereitgelegt bereits den Spirit Guide, den ich heute anlässlich meines Gespräches am Montag, also am Morgen, mit Christefania aus ihren Kipperkarten gezogen habe. Und ich bin sehr gespannt, was es ist. A, habe ich nicht so viel Ahnung von Kipper und B, habe ich auch noch nicht geschaut, was es ist. Lasst uns mal schauen, was wir als Spirit Guide der kommenden Woche haben. Und es ist das Geschenk. Ja, Geschenk, Kerstin, da weißt du sicher wahrscheinlich am meisten, falls du gerade guckst, ist Geschenk eine originale Kipperkarte? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall sagt Geschenk, dass offensichtlich uns schöne Dinge erwarten. Ja, vielleicht kriegen wir auch einen Lockdown geschenkt. Aber was auch immer, auf jeden Fall, wie auch immer da draußen jetzt die Lage ist, was auch immer passiert, als Geschenk würde ich bezeichnen, dass wir versuchen, einander zu wertschätzen und uns gegenseitig Respekt entgegenzubringen, wie wir das hier in dieser langsam wachsenden, wunderschönen Community tun. Vielen Dank dafür, dass ihr hier dabei seid, immer wieder. Und vielleicht passiert aber auch einfach etwas ganz Tolles, etwas, auf das wir uns freuen können. Es ist ja schließlich heute ist der erste Advent und der Advent bereitet uns auch darauf vor, dass wir jetzt langsam wirklich Geschenke einkaufen müssen. Das wäre das Nächste, was mir einfällt. Und von daher erstmal ein gutes Omen, mit dem wir in diese Woche starten. Astrologisch ist auch alles ruhig. Weiterhin ist die Venus im Steinbock noch direktläufig. Merkur ist ja seit letzten Mittwoch zusammen mit der Sonne, die am Montag gewechselt hat, in den Schützen gegangen, ist also sehr dynamisch unterwegs. Mars ist noch im Skorpion aktiv und da von diesen Konstellationen her verändert sich auch in der kommenden Woche nichts. Was interessant ist, ist, der Neumond am Sonntag, am 4.12., der wird ziemlich intensiv sein, weil er gepaart ist mit einer Sonnenfinsternis, Neumond in Schütze. Aber dazu gibt es natürlich wieder ein gesondertes Video, auf das ihr euch freuen dürft. Ja, und damit bin ich mit den astrologischen Korrespondenzen durch, mit einer schnellen Erklärung zu dem Spirit Guide aus den Kipperkarten und natürlich jetzt geht's los, endlich mit den Tierkreiszeichen und der tollen neuen Präsentation, die ich Christopher Weidner von der Geheimnisakademie zu verdanken habe. Ja, das sollte nicht aufscheinen, wenn ich es denn schaffe, dies zu erledigen. Wartet bitte. Ich kriege das gleich hin. Yes, da ist es. Und wir fangen gleich mit dem Widder an. Und ich bin sehr gespannt,
welche Karte ich für den Widder ziehe. Für dich, lieber Widder, ist es weiterhin relevant, dass Skorpion, dass Mars dein Herrscher im Skorpion ist und ordentlich durchgreifen kann, emotional, nachdem er ja so lange sich in der Waage aufhalten musste. Und über diesen Schnellstart habe ich total vergessen, euch zu sagen, welches Deck ich heute nehme. Menschen, die diesen Kanal verfolgen, können es sich wahrscheinlich schon denken, was heute drankommt. Ich nehme heute natürlich das Licht- und Schatten-Tarot von der Chris N., das ich erst gerade vor wenigen Tagen geunboxt habe. Und die Karte, die ich für dich, lieber Widder, ziehe, ist das Ass der Kelche. Und das ist sehr schön. Es ist ein emotionaler Neuanfang, der für dich stattfindet in der kommenden Woche. Etwas, was dich begeistert, was dich inspiriert. Vielleicht auch jemand, der dich begeistert oder inspiriert, wird in der kommenden Woche besonders wichtig für dich und bringt dein Herz zum Erblühen. Oft gehen wir mit etwas schwanger, wenn wir uns mit dem Ass der Kelche beschäftigen. Es geht darum, sich befruchten zu lassen und es geht auch um die Sehnsüchte danach, sich befruchten zu lassen. Wir sind bereit, uns emotional zu öffnen, Neues in unser Leben zu lassen und ja, das passt natürlich sehr schön zur Adventsstimmung, aber prinzipiell ist es eine Karte, die sagt, ich muss auch gar nicht so viel tun gerade. Ich bin mehr im Empfangen, ich warte ab, was von außen auf mich zukommt, aber ich bin sehr hoffnungsvoll dabei und wenn es die Liebe ist, dann ist es eben die Liebe. Es geht auch oft darum, dass ich mich für etwas engagiere, für etwas stark mache, etwas Neues in meinem Leben einlasse, was mich emotional bewegt. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste bei dieser Karte. Und das, mein lieber Widder, ist meine Nachricht für dich. Und damit bin ich schon beim Stier angelangt. Und für den Stier, für dich, ist relevant, dass Venus im Steinbock ist. Darüber haben wir jetzt schon viel geredet. Die Steinbock-Venus ist angenehm für den Stier, denn auch Steinbock ist ein Erdzeichen und es müsste eigentlich eine beruhigende Wirkung auf dich haben. Ja, der Stier, der dümpelt ja trotzdem gerade noch so ein bisschen vor sich hin, weil Uranus, der Planet, der jetzt schon sehr lange durch dein Zeichen läuft, lieber Stier, der ist so ziemlich der einzige Planet, der derzeit noch den Rückwärtsgang eingelegt hat. Und man sieht es, du bist in einer Wartehaltung. Ich finde diese Darstellung der vier der Kelche wirklich ziemlich klasse. Die Frau dort, die wartet darauf, dass irgendwie etwas Altes nochmal belebt wird, so ist mein Eindruck. Und sie nimmt einfach nicht wahr, dass da schon längst was Neues, Regenbogenfarbiges ankommt. Und zwar ein Ass der Kelche, so wie wir uns das vielleicht vom Widder her wünschen und erträumen. Für dich, lieber Stier, geht es jetzt wirklich darum, mehr Initiative zu zeigen, also dich dem Neuen zuzuwenden, was emotional gerade bei dir im Leben los ist, ob in der Liebe oder im Beruf oder bei sonst einem Thema, und zu sagen, das Alte ist jetzt durch, ich muss mich auf etwas Neues einlassen und das kommt dann zu dir in den schönsten Regenbogenfarben, ganz prachtvoll. Also hör auf, dich mit Sentimentalität an Altes zu erinnern, was mal irgendwie gewesen ist. Hab den Mut, neue Land zu betreten im Bereich der Emotionen und du wirst dafür belohnt werden. Lass den alten Kram los, passt nicht mehr. Und das, mein lieber Stier, ist meine Nachricht für dich. Ich bin noch immer etwas erkältet. Aber das soll mich nicht daran hindern, mit euch durch den Tierkreis zu reisen. Und jetzt bin ich schon bei den Zwillingen angelangt. Und die Zwillinge profitieren sicher davon, dass Merkur durch den Schützen geht. Das macht euch, liebe Zwillinge, die ihr ja eher
ein Zeichen seid, das gerne an der Oberfläche der Dinge treibt und viel Wissen ansammelt, etwas spezifischer, etwas nachfragender, etwas hintergrundsammelnder. Das soll euer Schaden nicht sein. Und dementsprechend habe ich auch eine sehr schöne Karte für euch gezogen. Ich finde ja die Hofkarten in diesem Licht- und Schattendeck wirklich ausgezeichnet. Das ist ein absolutes Plus dieses Decks, was sicher auch die einen oder anderen Mängel hat. Zum Beispiel finde ich, dass sie sich nicht besonders gut mischen lassen. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass es noch sehr neu ist, mein Deck. Der König der Schwerter, liebe Zwillinge, sagt euch, dass ihr wirklich diese Merkur im Schützenqualität zum Besten nutzen könnt. Anstatt überall durch die Gegend zu springen und da und dort mitzureden, hilft euch der König der Schwerter in der kommenden Woche mit sehr klarem Fokus, euch auf eine Sache zu konzentrieren. Prioritäten setzen ist für euch absolut angesagt und diese Prios dann nach vorne zu stellen, der Mann sitzt hier ja in den Bergen, und zu sagen, okay, das ist die Sache, um die ich mich jetzt absolut kümmere, das Allerwichtigste. Und da spreche ich auch durchaus ein Machtwort mit anderen Menschen. Ich bin souverän, ich habe zu etwas eine ganz klare Haltung, Meinung oder eine Kompetenz. Und die lasse ich jetzt raus und lasse mir auch von anderen nichts mehr sagen dazu. Das ist das Wichtigste für euch. Manchmal ist eine Hofkarte natürlich auch jemand, der in unser Leben tritt. Und dann tut ihr gut daran, wenn ein König der Schwerter, also ein kluger Ratgeber, in euren Umkreis auf euch zukommt. Dann tut ihr gut daran, diesen Rat des Menschen anzunehmen. Der ist vielleicht nicht ganz empathisch, aber er spricht sehr klar und sachlich. Und dieser Rat ist wichtig. Und das sind die wichtigsten Nachrichten für euch für die kommende Woche. Liebe Zwillinge, das war's für euch. Und schon bin ich dadurch bei den Krebsen angelangt. Das erste emotionale Zeichen des Tierkreises heute. Und für die Krebse ist sicher der 4. Dezember ein wichtiger Termin, denn da haben wir Neumond und ihr wisst ja, alle Neu- und Vollmonde sind für die Krebse immer besonders wichtig. Und auch du, lieber Krebs, bekommst eine Kelchkarte von mir. Ist die nicht wunderschön? Die 2 der Kelche, die ja den schönen Untertitel Liebe hat. Und bei der 2 der Kelche geht es immer darum, dass ich mit mir selbst ins Reine kommen muss, mit mir selbst in Liebe vereint sein muss, bevor ich mich mit anderen Menschen vereinen kann. Also, Venus, die gerade durch dein Gegenzeichen reist, stellt dir die Frage, wie sehr liebst du dich eigentlich? Wie gut tust du dir selbst? Wie sehr folgst du dem, was für dich gut ist und nicht so sehr für andere? Und das ist etwas, worüber du in der kommenden Woche nachdenken kannst und vielleicht dann zu Neumond ein Ritual machst, um alten Kram, was die Liebe und Liebesfähigkeit für dich selbst betrifft, loszulassen und Neues einzuladen. Liebesfähigkeit ist also ein wichtiges Schlagwort für dich in der kommenden Woche. Es kann auch sehr gut sein, dass dir Liebe von unerwarteter Seite entgegengebracht wird. Dann überleg dir gut, ob du sie haben willst und ob du dich traust, dich zu zeigen. Du gehst ja manchmal nicht so gerne aus dir raus mit den Emotionen, aber es ist eine wirklich schöne, romantische Woche für dich mit dieser Karte angezeigt. Ich hoffe, du genießt es und auch in der Arbeit könnte es sein, dass du dir wirklich die Frage nach deinem Wert stellen musst und wie weit der Wert, der dir gebührt, dir in deiner Arbeit entgegengebracht wird. Und das, mein lieber Krebs, ist meine Nachricht für dich. Ja, lieber Löwe, für dich sieht es jetzt ja wieder etwas spaßiger aus, seitdem Schütze die Sonne im Schützen ist. Letzten Montag war das der Fall und davon profitierst du jetzt noch eine ganze Weile. Und sicher wird der Neumond am 4.12. auch für dich sehr wichtig, denn wie gesagt, Sonnenfinsternis, das ist etwas, was für die Löwen immer durchaus eine Tabula Rasa-Bedeutung hat.
Lichtschalter aus, den ganzen Strom runterfahren und wieder an nach einem Reset. Das ist immer das Thema. Und das kann dir hoffentlich sehr, sehr gut tun. Und da habe ich auch eine richtig gute Karte für dich gezogen, nämlich die Welt. Und die Welt hat genau diese Reset-Qualität. Du hast mit dem kommenden Neumond die Möglichkeit zu sagen, ein Lebensabschnitt geht für mich zu Ende. Ich würdige ihn, ich feiere ihn vielleicht auch, aber dann ist auch gut und ich schalte das Licht aus und sorge dafür, dass ich dann ab dem Montag, dem 5., kurz vor Nikolaus, in eine neue Qualität für mich gehe und anders an mein Leben herangehe als bisher, es mehr genieße. Das ist etwas, was gerade sehr, sehr wichtig für dich ist und ich würde dir wirklich empfehlen, mit alten Hüten Schluss zu machen, sagt man, mit alten Hüten Schluss machen, mit alte Zöpfe abschneiden und die Last hinter dir lassen. Das kannst du jetzt schon vor dem Neujahrsbeginn erledigen. Mach dir Gedanken, was will ich mitnehmen ins neue Jahr, was soll wirklich nicht mehr da sein und dann geh damit nach vorne. Tolle Karte für dich. Du hast viel erreicht in diesem Jahr, klopf dich auf die Schulter und dann geh weiter, mach was Neues. Das, mein lieber Löwe, ist meine Nachricht für dich. Als nächstes kommt die liebe Jungfrau an die Reihe und auch für dich ist es interessant, wenn Merkur, dein Herrscher, durch den Schützen geht. Für dich bedeutet das, dass du ein bisschen mehr enthusiastisch durchs Leben gehen kannst als sonst, dein Leben etwas mehr genießen kannst und nicht so sehr mit Perfektion als mit Begeisterung durch das Leben gehen darfst. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe schon die perfekte Karte für dich gezogen, nämlich die Merkur im Schütze-Karte, die Acht der Stäbe, die ich hier wirklich auch sehr, sehr gelungen finde in diesem Kartendeck. Also alles, was in diesem Jahr nicht geklappt hat, das lass jetzt los. Konzentrier dich auf die Dinge, die wirklich wichtig für dich sind. Eine ähnliche Nachricht hatte ich für die Zwillinge, die ja auch gerade vom Merkur im Schützen profitieren. Und konzentrier dich auf die Dinge, die gut funktionieren. Lass die Stäbe fliegen und du wirst sehen, da kommt ganz viel Tolles zurück für dich. Sehr, sehr viel positive Energie, die du erhalten kannst, dadurch, dass dadurch, dass du etwas losgestoßen hast. Normalerweise kommt bei dieser Karte auch etwas zum Tragen, was längere Zeit anscheinend nicht funktioniert hat. Sehr oft sagt die Karte, jetzt hast du Erfolg auf einmal bei etwas, wo du lange, lange gegraben hast, bei Bewerbungen, die du geschrieben hast und die einfach nicht akzeptiert wurden, die nicht angekommen wurden, angenommen wurden. Du hast gewartet und gewartet auf eine Antwort und jetzt, wups, plötzlich kommt die Antwort und du hast die Qual der Wahl. Auch in Liebesdingen ist das eine super schöne Flirtkarte. Also hol raus, was du rausholen kannst. Im Dezember sieht richtig gut aus für dich. Tolle Karte, lass es krachen. Das ist meine Nachricht für dich, liebe Jungfrau. Und damit genehmige ich mir wie üblich einen Schluck. Und fühle mich gleich wieder etwas erfrischter und mache gleich aber auch weiter mit der lieben Waage. Und für die Waage ist die Venus im Steinbock auch gut, finde ich, denn die Waage braucht ja immer ein bisschen Halt und Substanz, damit sie ja, sich traut, schwierige Entscheidungen zu treffen. Du bist halt ständig am Ausbalancieren und zu versuchen, Harmonie aufrechtzuerhalten. Und mit der Venus im Steinbock ist es doch so ein bisschen, dass deine Selbstliebe gestärkt ist und du die Fähigkeit hast zu sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Also das Thema Abgrenzung wird dadurch unterstützt. Und ich habe da eine sehr schöne Karte für dich gezogen, die auch davon spricht, dass du in der kommenden Woche eine gute Möglichkeit hast,
deine Ziele durchzusetzen, nämlich den Ritter der Münzen, der sagt, du hast viel erreicht in diesem Jahr. Für dich ist es wohl an der Zeit, Resümee zu ziehen. Aber auf das, was du erreicht hast, da lässt sich durchaus noch aufsatteln. Was ist das, was du als nächstes angehen möchtest? Wo möchtest du deine Angel hin auswerfen? Mit dieser Karte ist es an der Zeit, auch für dich, gerade was das Berufliche betrifft, deine Jahresplanung 2022 zu machen. Und in der Liebe ist es eine Karte, die sagt, du hast gut vorgearbeitet, der Boden ist bestellt, mal sehen, was jetzt daraus wird. Es ist eine Karte des ich bleibe bei mir, ich konzentriere mich nicht so sehr darauf, was im Außen vorgeht. Und dadurch, dass ich bei mir bin und meine Wünsche möglichst gut erfülle, bekomme ich das, was ich haben möchte. Tolle Karte für dich, liebe Waage. Mach weiter so. Ich glaube, du hattest in den letzten Wochen schon immer sehr schöne Karten. Ich wünsche dir ganz viel Freude in der kommenden Woche. Mögen sich die Dinge materialisieren, die du in deinem Leben haben möchtest. Das ist meine Nachricht für dich. Lieber Skorpion, du hast deinen Geburtstag hinter dich gebracht, dein neues Lebensjahr beginnt und du profitierst jetzt noch von Mars und seiner Durchschlagkraft in deinem Zeichen. Du kannst jetzt gut alte Themen ablegen, neue erobern und die Tarotkarte, die ich für dich ziehe, sagt, dass das vor allem im Bereich der Zusammenarbeit mit anderen Menschen möglich sein sollte. Die Drei der Münzen ist eine sehr produktive Karte, die dem Mars zugeordnet ist, allerdings Mars im Steinbock, und die sagt, nutze die Kraft des Marses, solange er noch bei dir ist, um wirklich Themen, Projekte voranzubringen, die du mit anderen gestaltest und die Herzensprojekte sind. Gerade im Beruflichen hast du jetzt gute Chancen, nach vorne zu gehen und Dinge durchzusetzen, wenn du dich auf Teamarbeit einlässt, was nicht immer deine Stärke ist. Aber versuche, mit anderen zusammenzuarbeiten, auch mal was zu delegieren und den Menschen, die am gleichen Strang mit dir ziehen wollen, zu vertrauen. Dann kommst du ein großes Stück weiter. Auch im Privaten baust du vielleicht gerade etwas auf oder aus, was dir wichtig ist. Da sagt dann die Karte auch, das ist eine gute Sache. Ihr seid beide in der Partnerschaft dabei, da etwas Gutes aufzubauen. Schöne Karte, sehr konstruktiv. Ich wünsche dir eine tolle Woche und ganz viel Erfolg mit dieser sehr guten Karte. Und bisher muss ich sagen, habe ich ja eigentlich wirklich nur richtig gute Karten gezogen. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt für unser Geburtstagskind aussieht. Ja, Sonne im Schützen, Merkur im Schützen, Geburtstagszeit. Was willst du mehr, lieber Schütze? Ich kann es dir sagen, eine gute Karte für die kommende Woche, in der ja auch noch der Neumond stattfindet, in deinem Zeichen und eine Sonnenfinsternis. Also das wird eine aufregende Woche für dich. Und ich habe die Karte Drei der Stäbe gezogen und die Drei der Stäbe ist, wie du vielleicht weißt, eine meiner absoluten Lieblingskarten. Bei der Drei der Stäbe geht es darum, die persönliche Tugend hochzuhalten und ihr zu folgen. Es ist immer die Frage, was ist das, woran du glaubst? Was ist deine persönliche Ethik? Und nicht abzuweichen von deiner Ethik. Du hast ein klares Ziel. Das hast du sowieso immer als Schütze. Visiere es an und folge ihm. Lass dich nicht abbringen von den Lärm da draußen und setze dir jetzt in deiner Geburtstagszeit nicht nur ein Ziel für diese kommende Woche, sondern langfristig für dein nächstes Lebensjahr und nutze diese sehr intensive Sonnenfinsternis am Sonntag in deinem Zeichen dafür, wirklich auch, wie ich das schon beim Löwen gesagt habe, Tabula rasa mit Dingen zu machen, die nicht mehr funktionieren, mit Menschen, die in dein Leben nicht mehr passen. Und sage dir, ich gehe jetzt nur noch nach vorne, nicht mehr zurück. Ich habe eine klare Vision und der folge ich. Und dann tust du genau das Richtige in der kommenden Woche. Du musst dir natürlich unbedingt das Video zur Sonnenfinsternis ansehen. Demnächst wird es angekündigt. Also
abonniere am besten den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, und läute die Glocke, damit du informiert bleibst. Das, mein lieber Schütze, ist meine Nachricht für dich. Und nun sind wir beim Steinbock angelangt. Lieber Steinbock, du profitierst weiter von der schönen Venus, die durch dein Zeichen geht und dich umso viel mehr liebesbetonter, aber auch charismatischer macht, als du sonst schon bist. Und jetzt habe ich da so groß getönt und ziehe für dich eine Karte, die gar nicht so sagt, dass du so einen festen Standpunkt gerade hast. Die 2 der Stäbe ist eine Karte, in der wir zwar ähnlich wie der 3 der Stäbe für den Schützen ein Ziel haben, aber uns noch nicht so trauen, damit nach draußen zu gehen. Das ist eine Brainstorming-Karte, eine Karte, die sagt, okay, ich weiß, was ich will, aber wie komme ich da hin? Und von daher sollte die kommende Woche eine Woche sein, in der du viel planst, in der du dir auch Gedanken um dein kommendes Lebensjahr machst. Aber Venus wird ja am 19. Dezember nochmal rückläufig in deinem Zeichen. Das heißt, du musst noch eine holprige Stelle überwinden, um mit allem, was du gerne umsetzen möchtest, nach draußen zu gehen. Nutze jetzt diese Zeit, die dich ja schon ziemlich nah diesem 19. Dezember bringt, um deine Pläne aufzuschreiben. Und zwar ohne, dass du dir überlegst, welchen Weg du dahin gehen willst, aber sie schon mal festzuzurren und dann in den kommenden Wochen nach und nach die Planung einnimmst. Ansonsten kann es manchmal auch bei dieser Karte sein, dass du zu viel nachdenkst über Lösungen, wie du etwas angehen solltest. Es ist vielleicht eine gute Idee, ein bisschen quick and dirty zu agieren. Nimm dir ein Beispiel an den Zwillingen, die das perfekt können. Und einfach mal auch was rauszuhauen und nicht zu warten, bis es absolut perfekt ist. Das ist ein anderer Hinweis für dich, den ich für wichtig halte. Und das ist meine Nachricht für dich. Und damit sind wir auch schon fast durch den Tierkreis durch. Jetzt kommt noch der Wassermann an die Reihe. Und für den Wassermann ist weiterhin nichts Neues. Saturn, Jupiter, direktläufig in deinem Zeichen. Und ja, da habe ich dann auch gleich eine Karte, die sagt, viel Bewegung ist in der kommenden Woche für dich nicht zu erwarten. Die Gehängte habe ich für dich gezogen, allerdings wirklich eine sehr coole Gehängte. Ich finde die ganz toll, diese Karte. Und man sieht deutlich, dass sie ja nicht festhängt, sondern eine artistische Übung macht, sich verbiegt, um ja vielleicht in einem Zustand des Yogi-Seins oder des Mental Balancings zu neuen Ideen zu gelangen. Diese Ideen manifestieren sich bereits im Hintergrund, das sieht man sehr, sehr deutlich. Und du, lieber Wassermann, stress dich jetzt bitte nicht. Bald ist auch, nicht bald, es dauert noch ein bisschen bis zu deiner Geburtstagszeit, aber ich glaube, es ist gut, im Augenblick keine neuen Dinge anzustoßen, etwas langsamer zu agieren als bisher und deine Pläne nochmal zu überdenken, vor allem, wie du sie ausdrücken möchtest. Also normalerweise bin ich dagegen, den Gehängten mit Perspektivwechsel in Verbindung zu bringen, aber diese Karte bietet es wirklich an. Wenn du gerade stagnierst mit einer Sache, dann nimm eine andere Haltung ein. Such dir einen Coach oder eine Beraterin und besprich mit ihr die Situation oder versuch mal die Dinge wirklich von einer anderen Warte aus zu betrachten. Dann kommst du bei den Lösungen deiner Probleme schneller weiter als gedacht. Und das ist meine Nachricht für dich. Und damit sind wir in Rekordzeit, wenn ich das mal anmerken darf, auch schon bei den Fischen angelangt, auf die natürlich die meisten unter euch warten, vor allem auch ich. Kleine Fische, fischige Community hier. Nein, es sind von allen Zeichen Leute dabei. Und mir tun die Fische immer so ein bisschen leid, weil sie bis zum Ende warten müssen. Bloß andersrum durch den Tierkreis wandern, kriege ich, glaube ich, auch nicht hin. Auch für dich, liebe Fische, ist gerade keine großartige Veränderung. Neptun ist weiter in den Fischen. Erst zum Jahresende, 29. Dezember, ist ein wichtiger Tag für uns, geht Jupiter in die Fische.
Aber wir können uns genau auf diesen Moment schon mal freuen, denn ich habe für uns den Stern gezogen. Yippie! Wir hatten ja ziemlich oft den Turm, Zusammenfall, Chaos. Alles dreht sich und verändert sich. Jetzt hin zum Jupiter in Fischen kommen wir in eine Qualität, wo wir uns erlauben dürfen, große Visionen zu hegen und diese dann auch ins Leben zu ziehen durch das, was wir besonders gut können, nämlich das magische Denken, uns Sachen vorstellen, die gar nicht sind und sie dadurch wahr werden lassen. Der Stern fordert dich, lieber Fisch, dazu auf, wirklich auch für dich schon mal klarzulegen, was möchte ich in der Zeit, in der Jupiter durch die Fische reist, also gerade im ersten Halbjahr 2022 erleben, welche Träume möchte ich mir erfüllen und welche Träume sollen mir von anderen erfüllt werden. Klotze, kleckere nicht. Das ist etwas, was du dir erlauben darfst in der kommenden Woche. Und schau mal an den Sternenhimmel und was dir einfällt, wenn du ihn betrachtest. Vielleicht kommen dir ein paar gute Ideen, über die du jetzt noch gar nicht nachgedacht hast. Ich werde das tun, denn ich werde in der kommenden Woche auch mal wieder öfters draußen sein. Das ist das, was ich dir mitgeben kann in der kommenden Woche. Du kannst dich nicht beklagen, wie ich auch finde, dass alle anderen Tierkreiszeichen sich nicht beklagen können. Wir haben wirklich sehr gute Karten in der kommenden Woche gezogen. Das, liebe Fische, ist eine Nachricht für euch. Und damit seht ihr, bin ich bei der Quintessenz angelangt. Florian hatte ja gesagt, ich soll da noch ein Element machen. Ich hoffe, dieses Element gefällt euch dafür. Und wir zählen jetzt mal zusammen. Wir haben 17 und 12 macht 29 und 2 sind 31 und 3 sind 34 und 3 sind 37. Der Ritter zählt nicht. Und 8 sind 45 und 21 sind 66 und 2 sind 68. Der König zählt nicht. Und 4 sind 72. Und ein Ass macht 73 und das ergibt zusammen die Nummer 10. Jetzt schaue ich mal, ob ich die so schnell finden kann, die Nummer 10. Die Karten sind wirklich sehr schön stabil, aber leider, sie sind schwierig zu greifen, wie ich finde. Ich finde sie ganz toll, aber wie gesagt, es ist ein bisschen. Manchmal ein bisschen schwierig mit diesen Karten. Ich suche einfach mal die 10. Während ich die suche, könnt ihr, die ihr da draußen Tarot-Experten seid, mir schon mal sagen, was die 10 ist für eine Karte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gerade runtergefallen. Welcher Tarot-Trumpf, frage ich euch, hat die Nummer 10? Na, wisst ihr es? Wisst ihr es? Ich suche hier weiter. Und ich rede mal nicht dabei, damit ich mich besser konzentriere. Und widerstehe, ich rede doch der Versuchung, nach unten zu schauen und zu gucken, ob das die richtige Karte ist. Da, ich habe sie. Das Rad des Schicksals. Und ich finde diese Darstellung des Rades des Schicksals sehr, sehr schön. Diese Frau, wie sie hier balanciert auf dem Rad und sich eben ganz ruhig in einer Baumpose aus dem Yoga auf dieses Rad stellt. Sie kann nichts umhauen. Wer Yoga macht und diese Balancing-Übungen macht, weiß, wie schwer das ist, gerade wenn sich das Rad bewegt. Aber wir müssen damit rechnen, dass die Welt sich weiter verändert, ob wir das wollen oder nicht. Und ja, da sind ja auch jetzt die Weichen zugestellt worden durch die Koalitionsverhandlungen. Also für uns wird sich ganz schön viel bewegen in der nächsten Woche und der Woche danach. Und Ruhe bewahren und zulassen, dass sich die Dinge verändern, das ist unsere Aufgabe in der kommenden Woche und meine Nachricht für euch. Ja, damit bin ich am Ende des Wochentaroskopes angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche sind wir dann wieder live dabei, wir oder ich alleine, das weiß ich noch gar nicht so genau. Ich freue mich ganz doll, wenn ihr uns beim Wachsen unterstützt. Ich würde sehr gerne noch die 400 in diesem Jahr erreichen. Dafür brauche ich eure Hilfe. Teilt die Videos, abonniert den Kanal
und ja, tragt es einfach weiter, was wir hier machen. Damit wächst die Community, damit kann ich auch mehr noch machen. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Habt eine tolle Zeit. Wir sehen uns ganz bald wieder, spätestens zum Mondimpuls in der kommenden Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.